Diese Mädchen haben gesagt, ich werde Nazi und wollte mit ihnen in die Freiheit gelangen. Und dieser Pfarrer hat vor mir gestanden und hat gesagt, seht ihr euch dann, sie sind Skelett mit geschorenem Haar. Mehr Nazis oder Kollaborateur seid ihr, mit geschminkten Lippen, mit langem Haar und so weiter und so weiter. Also wir sind nach Schweden gekommen, nach Malmö, und ich erinnere mich an gar nichts mehr. Ich weiß nur, dass ich in einen Krankenwagen geschoben worden bin mit noch einem anderen Mädchen zusammen. Und so weiß ich nichts die nächsten 8 Tage. Und eines Abends höre ich eine Sirene und springe aus dem Bett und laufe nach unten in den Luftschutzkeller. Und auf der Treppe hält mich eine Frau, eine Krankenschwester, und redet auf mich ein und sagt zu mir, was weiß ich, irgendetwas, nicht verstehe ich. Und dann ruft sie einen Arzt, und der spricht Deutsch, und der sagt zu mir, du brauchst keine Angst zu haben, der Krieg ist zu Ende. Du bist in der Freiheit, und du bist in Schweden, und jetzt musst du erst gesund werden. Und ich habe ihn so verständnislos angeguckt, dann hat er einen Arm um meine Schulter gelegt und hat mich zum Fenster geführt. Und da sehe ich eine lichterstrahlende Stadt. Und ihm gegenüber war ein Park, und da war ein großer Zirkus aufgebaut. Und die Funktion fing an mit Sirenengeheul. Und so bin ich wach geworden nach dieser ganzen Zeit. Und dann habe ich in dem Krankenhaus gelegen für 14 Tage. Neben mir lag eine Französin, vielleicht 19 Jahre alt, und die hat nie gegessen. Ich hatte immer ihr Essen stehen lassen. Und dann habe ich gesagt, möchtest du nicht mehr, ich werde es aufessen. Und eines Tages hat diese selbe Krankenschwester mich dabei erwischt und hat schrecklich geschrien. Und ich habe kein Wort verstanden. Und dann ist der Arzt gekommen und hat gesagt, die ist sehr krank, die hat Tuberkulose. Und seitdem musste ich 2-mal am Tag geröntgt werden, morgens und abends. Gott sei Dank habe ich nichts abbekommen, aber das Mädchen ist am 4. Tag gestorben. Und die andere Gruppe war überhaupt nicht zu sehen, meine ganzen Freunde und so weiter. Und dann habe ich eines Tages gefragt, jeden Tag kamen die Frauen von diesen Kolonien, die da waren, Französinnen, Russinnen, Dänen, um die Kranken zu besuchen. Nur zu mir ist keiner gekommen. Und eines Tages habe ich zum Arzt gesagt, gibt es hier in Malmö überhaupt keine Juden? Wo gibt es das? Wir waren im ganzen Krankenhaus 2 Juden. Ein Mann von etlichen 70 Jahren, der kam aus Theresienstadt, und ich. Mehr Juden waren nicht. Und keiner hat sich gekümmert. Ich weiß nicht warum, auf jeden Fall war es. Und dann habe ich gesagt, ich möchte irgendwie die Gemeinde sprechen oder ein Rabbiner, irgend muss doch einer da sein. Und nach einigen Tagen ist eine Krankenschwester gekommen und hat mit mir gesprochen und hat gesagt, ich soll nicht Deutsch sprechen, ich soll Englisch sprechen. Ich erinnere mich nicht, ganz einfach, ich habe keine Kraft, Deutsch zu sprechen, noch viel weniger Englisch. Was ist los? Ja, sie kommt von der Gemeinde und sie möchte mir etwas überreichen. Sie gab mir ein Heft und einen Bleistift und hat zu mir gesagt, schreiben Sie Ihre Erlebnisse auf. Da habe ich gesagt, entweder die ist wahnsinnig oder ich bin wahnsinnig. Dann ist eine Frau gekommen, die Tochter von diesem alten Russen, der in der Männerabteilung war, und hat mich besucht. Die war entzückend, diese Frau. Die waren geflüchtet von Dänemark mit diesen kleinen Schiffen nach Schweden. Und da hat sie ihren Vater wieder getroffen. Und dann hat sie zu mir gesagt, möchten Sie etwas? Ja, ich möchte schrecklich gern eine Nagelfeile und Zahnbürste. Und am nächsten Tag ist sie gekommen mit Nagelfeile, mit Zahnbürsten, mit Unterwäsche, mit allen möglichen Sachen, die sie hat auftreiben können. Die anderen Mädchen, die Französinnen, Ungarinnen waren im selben Zimmer, die haben jeden Tag Besuch gehabt und die haben gesagt, die eine möchte Erdbeeren, die andere möchte eingelegte Heringe, die andere möchte Schneeglöckchen, die andere möchte Parfüm und so weiter. Alles haben die bekommen. Und diese Jüdische ist nicht wiedergekommen. Und wie diese Russin mit ihrem Vater zurück nach Dänemark gegangen ist, da haben sie mir gelassen 20 Kronen. Das war ein Vermögen. Und dann bin ich in ein Privatauto gesetzt worden, man hat mich gebracht in ein großes Warenhaus und ich durfte aussuchen, was ich haben wollte. 2 Kleider und einen Mantel und Schuhe und Handtasche und alles. Ich bin mir vorgekommen wie eine Königin. Und dann hat man mich gebracht in das andere Lager, wo meine ganzen Haverim waren. Wie ich da hingekommen bin, habe ich gesagt, mein Gott, noch so viele alte Frauen auf einmal habe ich nicht gesehen. Die hatten alle die gleichen Kleider und alle die gleichen Mäntel, wurde von einem großen Konfektionshaus gestiftet. Und in Zivilkleidern sahen die alle uralt aus. Ich natürlich auch, aber ich selbst habe mich nicht im Spiegel gesehen. Und da waren wir in diesem Lager, es sind immer wieder Krankheiten ausgebrochen und so weiter und so weiter. Und dann wurden wir separiert.
die ganz Kranken extra. Da kamen wir in eine Gebetskapelle. Wir waren ungefähr 22. Und dann ging es los bei mir, was alles rausgekommen ist. Nierenbeckenentzündung und Hepatitis und was weiß ich was alles. Von einem Krankenhaus ins andere Krankenhaus. Aber das wurde alles gut behandelt und ging relativ schnell. Was nicht schnell ging, das war der Rücken. Weil ich hatte eine Vertebra gebrochen. Ein Wirbel gebrochen von diesen Schlägen. Und das hat gedauert und gedauert und gedauert bis zum heutigen Tag. Immer wieder, wenn schlechtes Wetter ist und so weiter und so weiter. Und man hat mir Stützkorsetts gegeben, aber das ging nicht. Auf jeden Fall, dann habe ich angefangen, meine Verwandten zu suchen, weil ich hatte immer noch die Illusion, dass irgendeiner auftaucht. Habe angefangen, Briefe schreiben zu lassen, in Polnisch und in Russisch. Deutsch konnte ich alleine und in die Schweiz und nach Deutschland und so weiter. Niemand ist aufgetaucht. Immer habe ich bekommen Bescheid, nicht auf den Listen der Lebenden. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich einen Onkel in Chicago hatte, einen Bruder von meiner Mutter. In Amerika hatte. Ich wusste nicht, ob in Chicago, in Philadelphia oder in New York. Und diese 20 Kronen, die diese Frau mir geschenkt hat, diese Russin, hat gesagt, die werde ich dafür verwenden, um jemanden zu suchen. Dann haben wir Strohhalm gezogen, ob New York, Philadelphia oder Chicago. Der Strohhalm ist gefallen auf Chicago. Da habe ich geschrieben, Mr. Charlie Wiesenfelder, Chicago. Und ist angekommen. Na, direkt zurückgekabelt. Also hatte ich doch irgendeinen Halt. Und zwar, das hieß Flüchtlingslager Holzbibrünn, hat man das geschickt in die Tschechoslowakei, weil man hat geglaubt, Brünn ist Tschechoslowakei, aber war Schweden, wieso weiß ich nicht. Auf jeden Fall, dann war schon der Kontakt da. Und dann hat er sich direkt bemüht, mich nach Chicago kommen zu lassen. Aber zur gleichen Zeit haben Verwandte von mir Konnektion gehabt nach Kolumbien. Und ich wollte nicht nach Amerika, ich wollte absolut... Verwandte von außerhalb, nicht... Nein, nicht direkte, ja. Auch, die waren auch bei mir im Lager, also weitläufige Verwandte, ein Halbcousin. Und der hat dann nach Kolumbien telegrafiert und hat geschrieben, dass sie übrig geblieben sind und sie möchten, ich möchte auch nach Kolumbien gehen, mit ihnen zusammen. Weil das war so wie das war die Familie, die ich hatte, mehr war nicht. Und so sind wir nach Kolumbien gegangen. Und zwar am 27. November 1945. Und zwar bin ich vom Krankenhaus zuerst wieder ins Flüchtlingslager gekommen, weil sonst hätte man nicht aufs Schiff gelassen. Und wir haben bekommen jeder ein Kleid vom Roten Kreuz und eine Wintergarnitur. Und da habe ich gedacht, was soll ich mit Skistiefeln in Kolumbien? Und bin gegangen, da hat man mir zwei Paar Schuhe für gegeben, in irgendein Geschäft, die Leute waren fantastisch. Und so sind wir aufs Schiff gegangen in Göteborg und ich habe Geld nachgelassen, falls jemand von meinen auftauchen sollte, damit man mich verständigen kann per Telegraph, weil die Briefschreiberei hat noch nicht geklappt, gerade nach dem Krieg. Wir sind aufs Schiff gegangen in Göteborg und das war ein Schiff nur erster Klasse, hochelegant. Und wir mit zwei Kleidern vom Roten Kreuz. Eins wurde abends gewaschen und am nächsten Tag wieder angezogen. Und die Leute waren fantastisch. In dem Moment, wo die gesehen haben, dass wir nichts hatten, haben die nicht mehr ihre Pelze gezeigt, haben nicht mehr ihre Armkleider gezeigt und haben ihren Schmuck nicht gezeigt. Und es war wunderbar. Eine herrliche Überfahrt. 14 Tage. Und dann stellt sich raus, wir können nicht durch den Panama-Kanal fahren. Also wir, die Überlebenden, weil wir sind Deutsche. Wir hatten zwar keine Pässe, aber wir waren Deutsche und das war verboten. Deutsche durften nicht durch den Panama-Kanal, das war zum Schreien. Wir mussten nicht durch den Ärmelkanal, weil da waren noch die ganzen Minen. Wir mussten um Nordschottland herum, im November, alle waren seekrank, nur meine Bekannte nicht und ich nicht, weil die war außerdem gerade schwanger. Wir waren die Einzigen im Speisesaal und so weiter und so weiter. Aber im Panama-Kanal durften wir nicht. So sind wir in Barranquilla ausgestiegen, im Karibischen Meer. Und wurden da in Empfang genommen von Bekannten, von meinen weitläufigen Verwandten aus Kolumbien. Und so waren wir zum ersten Mal in ein Flugzeug gefahren. Und wie wir da angekommen sind in Kolumbien, war die ganze Kommunität da, zum Gegenteil von Schweden. Habe ich nie jemanden gesehen von den Juden in Schweden. Und das war ein Riesenempfang. Und dann hatte ich schon genug.
Und dann habe ich gesagt, ich will nicht ausgestellt werden wie ein bunter Hund und habe gleich angefangen, am selben Tag zu arbeiten bei einem Cousin. Bei einem von diesen Cousins, der hatte ein Restaurant. Ich konnte kein Wort Spanisch natürlich, aber ich konnte die Tischdecken wechseln und Blumenvasen hinstellen, also das konnte ich ohne Spanisch. Und so habe ich angefangen, mein neues Leben aufzubauen und habe zur gleichen Zeit gesucht Willi Schirmann. Und eines Tages, das war 5 Monate, nachdem ich schon in Kolumbien war, kommt ein Brief von einem gewissen Max Wachtel. Habe ich gesagt, ich kenne keinen Max Wachtel. Und da hat meine Tante gesagt, mach ihn auf, von der UNRWA. Und mach den Brief auf. Und da sagt die, habe ich gesagt, ich glaube, das ist irgendwas für meine Eltern und meine Geschwister. Und war derart nervös, habe ich gesagt, liest du. War es ein Brief von Willi Schirmann. Der war in München und hat bei der UNRWA gearbeitet. Und habe natürlich direkt versucht, für ihn Visum zu bekommen. Und hat er gewusst, dass Sie in Kolumbien sind? Diese Frau Katz, die hingefallen war am Steinbruch, wie wir nach Kiel gekommen sind, die hatte einen doppelten Oberschenkelbruch und ist in Schweden operiert worden und geheilt worden. Und hat erfahren, da wurden abends Listen durchgegeben. Der sucht den und den, der sucht den. Mhm. Und hat sich herausgestellt, dass ihr Mann und ihr Sohn in Kassel waren. Die stammten aus Kassel und konnten nicht geheilt werden. Die Frau, so hat sie gelitten, dass die da waren und sie war da. Da hat der schwedische König ihr in sein Privatflugzeug zur Verfügung gestellt und hat sie nach Kassel bringen lassen. Und Willi Schirmann ist gegangen von München nach Frankfurt und von Frankfurt nach Stuttgart und hat mich gesucht. Und ist nach Kassel gekommen, hat gehört, die Katzen zurückgekommen. Und da hat er gesagt, ja, aber ich bin nicht mehr da, ich bin in Kolumbien. Und dann hat er nach Schweden geschrieben. Und die haben ihm die Adresse von Kolumbien gegeben. Aber er konnte selbst noch nicht schreiben. Das muss ein Amerikaner sein, ein Soldat. Und so ist der Brief gekommen. Habe ich angefangen, für das Visum zu arbeiten. Endlich habe ich das Visum bekommen. Und dann ist er nach Frankreich gegangen. Und dann war die Geschichte mit dem Exodus. Erinnern Sie sich, die Leute, die hierher kommen sollten, und hatten alle fiktive kolumbianische Visen, um aus der Drei-Meilen-Zone rauszukommen. Das Schiff ist aufgebracht worden und natürlich sind die ganzen Wiesen gesperrt worden. Darunter war auch seins. Ist er hängen geblieben in Paris und war noch 2 Jahre da und ist jedes Mal zu dem Konsul gegangen. Der hat ein blendendes Geschäft mit diesen Wiesen gemacht für Israel. Und man hat ihm kein neues Visum gegeben. Dann bin ich mit geliehenem Geld von Bogotá zum Außenministerium gefahren, mit 3 Worten Spanisch, die ich kannte, um mit dem Außenminister zu sprechen. Und der Außenminister war auf Yacht. Und der Vertreter von ihm war ein Schweinehund. Ganz einfach. Und der hat mich jeden Tag wieder hinbestellt und dann hat er gefragt, wo wohnen Sie? Und warum wohnen Sie nicht in dem elegantesten Hotel? Und da habe ich gesagt, weil ich kein Geld habe. Hat gesagt, wer redet von Bezahlen? Und kommt so heute Nachmittag zum Tee und so weiter, wusste ich schon, was los war, bin ich nicht mehr hingegangen. Da habe ich 2 Rechtsanwälte genommen, die mir das Visum besorgen sollten. Die haben mein letztes Geld genommen und haben das Visum nicht bekommen. Und dann stellt sich heraus, dass ein Telegramm gekommen von Paris nach Cali, wo meine Verwandten wohnten, wo meine Cousins wohnten, dass Willi Schirmann das Visum bekommen hat. Und zwar sind Leute aus Kolumbien, jüdische Leute, in Paris gewesen und haben mit dem Konsul gesprochen und haben gesagt, was soll, er war zufälligerweise da. Und da hat er mit ihnen Jiddisch gesprochen und hat er gesagt, ich kann kein Visum bekommen, warum nimmt er mich nicht mit? Und da hat der mit dem Konsul gesprochen, hat gesagt, ja, schon, und hat ihm das Visum gegeben. Und dann ist er angekommen in Kolumbien, wie gerade Revolution war. Ich konnte im letzten Moment noch 30 Pesos deponieren, damit er was zu essen hatte, und er ist hängen geblieben in der Hafenstadt. Und wie er gar nichts mehr hatte, da hat die Hitze die Hayas ihn in Empfang genommen und haben auf seine Kosten mit Sightseeing gemacht. Und wie er gar nichts mehr hatte, ist er zum Flugplatz gegangen, hat mit dem Piloten Französisch gesprochen, hat gesagt, nimm mich mit. Dann hat er gesagt, wie viel Geld hast du? Hat gesagt, 5 Peso, so wie 5 Schekel. Und hat ihn mitgenommen nach Cali. Und so ist er gekommen und wir haben geheiratet im Juli. Aber er konnte das Klima nicht vertragen, tropisch. Jeder Mückenstich war Blutvergiftung, das war schrecklich, mir im Krankenhaus besonders was. Und dann ist eine Frau gekommen nach Kolumbien, die mit mir zusammen war, aus Krefeld, die ganzen Jahre. Und die hatte einen Bruder da und der hat uns das Geld gegeben, um nach Bogotá zu gehen. Und das war ein gutes Klima für meinen Mann. Und dann bin ich wieder krank gewesen und was weiß ich. Und dann hat die einen Arzt gebracht, meine Freundin. Und der Arzt hat Deutsch gesprochen. Ich konnte nicht genug Spanisch, um dem Arzt zu erklären, was los war.
Und da hat er zu mir gesagt, wie heißt du? Habe ich gesagt, Hilde. Hilde, dann bist du aus München-Gladbach, ein Kolumbianer. Hast du, wie kommst du auf die Idee? Da heißen alle Mädchen Hilde. Und ich hatte da mal eine Braut, die hat auch Hilde geheißen, also bitte, was ist los? Da ist der gegangen und hat noch die Medikamente besorgt und hat mich wieder zum Laufen gebracht, wieder die Rückengeschichte. Und dieser Arzt war Vertrauensarzt in einem Laboratorium. Und der hat dann meinen Mann in dieses Laboratorium gebracht, als Chemiker, der war Chemiker von Beruf. Und dann hat er 23 Jahre da gearbeitet, bis diese ganze Firma verkauft worden ist an Amerikaner. Und die haben direkt diese ganzen älteren Angestellten rausgesetzt. Und dann wurde er pensioniert und ist vor 3 Jahren gestorben. Gerade wie der Golfkrieg war. Und wie viele Kinder? Zwei Kinder, zwei Töchter. Die eine ist hier. Und die andere ist noch in Kolumbien mit der jüngeren Tochter, die soll erst das Abitur machen. Das dauert noch 1,5 Jahre, dann kommen die auch, so Gott will. Im Yirtzeh Hashem. Das Einzige, was ich gelernt habe im Ulpan. Und wie lange sind Sie hier? Ich bin ein knappes Jahr hier. 2 Monate im Ulpan und lerne überhaupt nichts. Nein. Ich bin hier glücklich und zufrieden, nur die Sprache, mein Gott, die bringt mich um. Wo gibt es das Feminin, Maskulin in Zahlen? Was ich morgens lerne, erinnere ich mich an. Das muss man lernen, wenn man 17 ist, nicht wenn man 70 und Pico ist, und endlich 70 ist. Ja, so das ist mein Leben. Und dann bin ich gewesen von Kolumbien aus, 2-mal zu Nazi-Prozessen in Hamburg. Da habe ich Ihnen auch die ganzen Protokolle mitgebracht. Ja, vielleicht schalten wir jetzt aus. Ja.